Heute Morgen, meine Damen und Herren, hat unser Kollege Gregor Schnittke im Morgenmagazin seine Eindrücke wiedergegeben. Es war gestern kein gewöhnlicher Fußballabend, sogar ein ganz, ganz anderer Champions-League-Abend hier in Dortmund. Da gab es so ganz viele drastische Situationen. Der Weg zum Stadion, wie im Beitrag angesprochen, so massiv ausgerüstete Polizeikräfte. Die Spieler brachten das dann eben auch zum Ausdruck, der Faktor Zeit. Ihnen fehlte die Zeit zu begreifen, was passiert ist. Der Trainer war sehr drastisch auf der Pressekonferenz. Thomas Tuchel attackierte und kritisierte die UEFA für die Ansetzung. Ja, der Spieler Sokratis sagte, wir wurden behandelt wie Tiere. Es war insgesamt ja schon so, dass man merkte, diese Fußballer, die wollten eigentlich nicht ihrer Arbeit nachgehen. Ja, und Thomas Tuchel sagte ja auch, wir wurden behandelt, als sei eine Bierdose gegen den Bus geflogen. Also als sei vergleichsweise eine Lappalie passiert. Das alles, diese Rahmenbedingungen, das war kein normaler Champions-League-Abend. Borussia Dortmund spielt hier im Stadion am Samstag gegen Eintracht Frankfurt. Normal, wenn man so möchte, im Ligabetrieb. Da war im Grunde kein Platz mehr. Andererseits, wenn man Lösungen sucht, ja, dann findet man auch welche. Und was wäre denn gewesen, wenn gestern wieder eine Bedrohungslage entstanden wäre? Hätte man das Spiel dann auf jeden Fall durchgezogen oder hätte man dann nicht auch wieder vernünftigerweise absagen müssen? Es gab gestern gegen Ende des Spiels nochmal eine Durchsage. Da war wieder etwa ein unbekannter, ein merkwürdiger Gegenstand gefunden worden vor der Nordseite, also genau hier hinter im Hintergrund. Da wurden die Zuschauer aufgefordert, auf der anderen Seite des Stadions rauszugehen. Zack, da liefen gerade die letzten Minuten, waren alle wieder elektrisiert. Ist hier doch eine Bedrohungslage. Also dieses Gefühl der Unsicherheit zog sich bis zum Ende. Und die Terminfindung ist in diesem Spannungsfeld dann eben schlimm, weil the show must go on. Aber wer hat schon Lust, unter solchen Situationen an dem Fahrplan festzuhalten? Nur das ist eben der Terminkalender der UEFA, der das vorgibt. Und Hans-Joachim Watzke sagte, wir wollen uns andererseits eben auch nicht von Terroristen vorschreiben lassen, wann wir Fußball spielen. In diesem Spannungsfeld fand das hier gestern Abend statt. Und jetzt wird es dann eben nächste Woche das Rückspiel geben. Planmäßig wird also alles weiter verlaufen, zumindest offiziell. Ob die Spieler das dann verdaut haben? Tja, das ist die Frage.